Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge haben wir es über Umwege, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hatte, geschafft, Nina hier in den, ja, ich sag mal, Kohlekeller zu schmuggeln. Und jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Der Kohlenhaufen, auf dem ich gelandet bin, scheint heute ein echt schwarzer Tag für mich zu sein. Ja, ich schätze mal, das sollte ein Witz werden. Gab ein bisschen flach. Okay, Kohlen haben wir schon mal. Das ist gut. Weinflasche. Französischer Weißwein, denke ich zumindest. Seitdem für Altersfreigaben von Spielen so strenge Maßstäbe angelegt werden, kenne ich mich mit Alkoholiker plötzlich so gut wie gar nicht mehr aus. Oh, komm, privat kennst du dich doch ganz sicher noch damit aus. Stofftaschentücher. Stofftaschentücher mit den eingestickten Initialen LN. Mhm. Wir nehmen einfach mal alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein alter Soldatenhelm. Keine Ohrwärmer, keine Polsterung, kein Tragekomfort. Hoffentlich muss ich mir den nicht aufsetzen. Wer weiß, wer weiß. So, hier kann ich nichts mehr sehen. Was ist denn mit dem Papagei? Ein Vogelkäfig mit einem sehr lebhaften Papagei. Alter, ernsthaft? Was ist denn los, Polly? Warum machst du so einen Lärm? Normalerweise schlägst du doch nur Alarm, wenn ein Fremder den Raum betritt. Aber hier ist ja niemand. Also beruhig dich wieder. Sobald mich der Papagei sieht und ich ihm zu nahe komme, fängt er an zu kreischen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das heißt, wir können auch nicht nach den Goldmedaillen gucken. Da war jemand offenbar sehr erfolgreich. Dürfte wohl kein echtes Gold sein, aber immerhin. Eieieiei. Auf dem wurde wohl früher mal gekocht. Lang, lang ist's her. Ah, sag mir bitte, dass der funktioniert. Weil eventuell müssten wir ja doch noch diese komische Käsesuppe da machen. Die Frage ist jetzt nur, was können wir jetzt mit dem Kram machen? Wir haben Kohlen, die werden wir wahrscheinlich im Ofen gebrauchen müssen, denke ich mir mal. Wir haben eine Weinflasche, die uns vermutlich nicht allzu viel bringt. Ich weiß auch nicht, ob man die eventuell mit der Käsesuppe machen kann oder was. Keine Ahnung. Stofftaschentücher. Wüsste ich jetzt so aktuell gar nichts, was uns das bringen sollte. Der Helm. Ein alter Soldatenhelm. Keine Ohrwärmer, keine... Tja, ist jetzt eine gute Frage. Aber ich denke mal, dass hier unten wahrscheinlich das Zeug gemacht werden soll. Das heißt, dass ich die Vase schon mal geben Nina, sollte. Ich habe hier was für dich. Aber ansonsten habe ich nur... Ach doch, den Müllgreifer, den könnte sie vielleicht benutzen. Ich habe hier was für dich. Den Spaten würde ich ja auch geben, damit die das Viech erschlagen kann, aber da das ein Spiel ist, nehme ich mal stark an, dass man das nicht machen sollte. Ich meine, man sollte es natürlich auch in Wirklichkeit nicht machen. Die Frage ist, kann man den benutzen, um... das geht nicht. Kann man nicht benutzen. Kann man das irgendwie miteinander kombinieren? Kann man irgendetwas von den Dingern miteinander... Was, die Vase in den Helm? Aus zwei Zutaten in zwei Behältern mache zwei Zutaten in einem Behälter. Hauptsache, ich weiß noch, was ich hier eigentlich tue. Ach so, ja stimmt, da war ja das Zeug drin. Ach, kann man den dann quasi als Suppentopf benutzen? Sieht lecker aus. Zumindest, wenn man die Augen zumacht. Mit der Weinflasche? Das macht doch schon mal einen ganz passablen Eindruck.
Lag ich doch gar nicht so falsch, dass man den Wein fürs Essen benutzen kann. Potenzielle Käsesuppe. Sieht noch nicht wirklich nach etwas aus, was man gerne essen würde. Ja, irgendwie kann ich jetzt auch nicht mit irgendwas anderem noch kombinieren. Ja, ich könnte es wieder da reinmachen. Die Tücher kann ich mit auch nichts kombinieren. Stofftaschentücher mit den eingestickten Initialen LN. Stofftaschentücher, die kann man entweder zum Filtern benutzen, kann man benutzen, um was zu tragen. Nähen vielleicht, aber... Brauchen wir das irgendwie? Kann er irgendwas damit nähen? Das ist jetzt die Frage. Also hier, das denke ich mir mal, soll so auf den Ofen gestellt werden. Die Frage ist, erstmal natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Müllgreifer? Warum geht das nicht, dass ich die Goldmedaillen holen kann? Dann ist die Frage, müssen wir wirklich was greifen oder müssen wir eventuell den Papagei lahmlegen? Vielleicht kriegt der auch die Käsesuppe, ich habe keine Ahnung. Den konnte man jetzt auch nicht kombinieren hier, ne? Naja. Konnte man mit gar nichts kombinieren. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit schon so im Kopf, ob man wie so ein Köcher vielleicht machen könnte. Aber wenn sie jetzt schon mit dem Greifer nicht daran kommt, kommt sie dann daran, wenn sie einen Köcher hat? Ich meine, wir können das mal probieren. Max, ich habe hier was für dich. Falls der das hinkriegt, ich weiß es ja nicht. Max, ich habe hier was für dich. So. War das denn hier, ne? Genau. Kann er damit irgendwas machen? Und ich habe mich immer gefragt, warum ich in der Schule unbedingt diesen Handarbeitskurs belegen musste. Jetzt weiß ich's. Okay. Aus den vielen kleinen Stofftaschentüchern habe ich mir ein Patchwork genäht. Ach, der hat das von... Ein Tuch. Ich habe so eine Ahnung. Moment. Nina, ich habe hier was für dich. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich gebe ihr aber vorsichtshalber auch mal die anderen Sachen. Ich habe hier was für dich. Vielleicht braucht sie auch die Schaufel, Nina? Keine Ahnung. Ich habe hier was für dich. So, Moment. Kann man das Tuch jetzt da drüber legen? Weil ich meine, das ist ja ein Vogel. Und jeder, der schon mal Vögel hatte, mich eingeschlossen, weiß, dass wenn man da ein Tuch drüber legt, die nicht mehr ganz so aktiv sind. Eigentlich heißt es, die sollen dann schlafen gehen, weil die denken, dass es dunkel geworden ist. Meine Vögel haben das nicht getan, muss ich dazu sagen. Aber die sind schon ruhiger geworden. Also die sind nicht mehr so am Rumflattern gewesen und alles. Kann man das Ganze kombinieren? Was ist denn los, Polly? Warum machst du so einen Lärm? Normalerweise schlägst du doch nur Alarm, wenn ein Fremder den Raum betritt. Aber hier ist ja niemand. Also beruhig dich wieder. Sobald mich der Papagei sieht und ich ihm zu nahe komme, fängt er an zu kreischen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, das stimmt allerdings. Sobald sie ihm zu nahe kommt. Kann man denn eventuell mit dem Müllgreifer... Ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ob das funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Plopp.
Okay, perfekt. Endlich haben wir den mal ruhig gestellt. Ja, dann können wir die Goldmedaillen auch so nehmen. Dann brauchen wir uns da überhaupt gar keinen Köcher oder sonst irgendwie was zu basteln, um die zu nehmen. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Da war jemand offenbar sehr erfolgreich. Dürfte wohl kein echtes Gold sein, aber immerhin. Kein echtes Gold. Kann man das mit irgendwas kombinieren? Ich dachte schon, jetzt kommt gleich raus mit der Käsesuppe oder sowas. So, Moment. Das machen wir mal für den Ofen. Ich sollte den Ofen erstmal anmachen. Ja, das hätte ich jetzt danach gemacht. Aber okay, dann halt erstmal die Kohlen in den Ofen. Was, schon alles da, um ein Feuerchen zu machen? Seltsam. Sonst muss ich doch immer erst 5 Millionen Sachen zusammensammeln. Na, ne? Egal. Ich sollte mich einfach freuen. Beim nächsten Mal wird's bestimmt wieder deutlich schwieriger. Okay, dann die Käsesuppe. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird da Käsesuppe draus, oder das ganze Zeug fliegt mir in einer gewaltigen Explosion um die Ohren. Oh oh. Ein paar Minuten später. Hui, es ist nicht explodiert und schmeckt sogar ganz passabel. Ich bin begeistert. Aber so als Ablenkungsmanöver wäre das auch nicht schlecht gewesen. Explodierte Suppe. Helm mit Käsesuppe. Heiße und lecker duftende Käsesuppe. Ja, perfekt. Dann würde ich schon fast sagen, Nina kommt jetzt hier nicht raus, weil er wird vor der Tür stehen, denke ich mal. Die Tür ist verschlossen. Außerdem laufen da draußen noch Wachen rum. Ja, ja, dachte ich mir schon. Das heißt, sie ist erstmal hier drin gefangen. Ne? Das heißt, ich gebe am besten alles erstmal wieder zu Max rüber. Viel zu sperrig für das Gitter. Oh, willst du mich denn Ach so, Moment. Ich werde mal was von der Käsesuppe in die Vase füllen. Deswegen kann man das auch immer noch mit der Vase benutzen. Verstehe. Okay, die musst du da durchpassen, weil die haben ja schon mal durchgemacht. Max, ich habe hier was für dich. So, Goldmedaillen kann ich hier unten wahrscheinlich auch nichts mehr mit anfangen. Ich habe hier was für dich. Dann geben wir ihm auch mal den Müllgreif. Max, ich habe hier was für dich. Eins will ich aber mal eben. Ne, das funktioniert auch nicht. Dann geben wir ihm am besten noch den Spaten nochmal zurück. Ich habe hier was für dich. Also ich habe keine Ahnung, ob der irgendwas davon noch gebrauchen kann. Aber so, sie hat jetzt nur noch den Helm mit der Käsesuppe. Das heißt, wenn wir schon Käsesuppe haben, müssten wir ja mit dem Typen jetzt sprechen können, oder? Hier habe ich etwas heiße Käsesuppe für dich. Die baut dich bestimmt wieder auf. Oh, vielen Dank, aber ich muss erst... egal. Die Gefangene ist eh schon weg. Und bevor das leckere Süppchen kalt wird... okay... Schmeckt die Käsesuppe? Ja, ist echt lecker. Aber denk nicht mal dran, dass ich dir was abgeben würde. Meinst du, Pat Shelton sitzt noch immer oben in seinem Turm? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Für die Bewachung des Turms sind die Kollegen im Hauptgebäude zuständig. Ich muss nur auf die Zelle aufpassen. Was dir ja auch hervorragend gelungen ist. Ja. Willst du mich verarschen oder bettelst du gerade um Kieferbruch? Nur zu. Wenn dann die anderen Wachen kommen und feststellen, dass die Gefangene weg ist, brauchst du mit Sicherheit nicht nur neue Zähne. Dann genieß mal deine Suppe. Mach ich. Hast du ein Problem damit? Nee, schon in Ordnung. Die Frage ist jetzt, du sitzt jetzt direkt neben dem Alarmknopf. Also so wie ich das verstanden habe in der letzten Folge. Sollen wir versuchen, den Alarmknopf zu betätigen, damit die Wachen... hier hinkommen und ja, keine Ahnung, was sie da machen. Also der eine Typ meinte ja von wegen, ja, die sind ja alle so ausgebildet, sage ich jetzt mal, dass sie dann auf jeden Fall auf den Alarmknopf drücken. Und dann wird der Typ, denke ich mal, auch von der Tür weggehen. Die Frage ist nur, kann man da so ganz zufällig drauf... Finger weg vom Alarmknopf! Dachte ich mir schon. Ich will nicht, dass die merken, dass mir schon wieder ein Gefangener durch die Lappen gegangen ist. Aber früher oder später werden sie es sowieso erfahren. Dann lieber später.
Ja, kann ich den damit vielleicht mit dem Spaten eins drüber hauen? Auch nicht. Kann ich irgendetwas hier im Raum benutzen? Das Stroh. Das Stroh, das wird mir ja so komisch angezeigt. Können wir mit dem Stroh irgendwas machen? Müllgreifer. Achso, ich dachte schon, im Fenster geht da jetzt irgendwas. Das geht auch nicht. Die Medaillen. Mit der Wache. Also die Wache möchte auch keine Medaillen haben. Aber das Stroh möchte Medaillen haben. Ich werde die Medaillen mal im Stroh verstecken. Ja, und dann? Dann denkt er, da liegt Geld, oder was? Sprechen wir den mal drauf an. Ich hab jetzt im Moment noch Schmeckt die Käsesuppe? Ja, ist er. Ja, das haben wir schon mal gehört. Was glitzert eigentlich da hinten im Stroh? Glitzern? Was soll da glitzern? Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Und wenn's was Wertvolles ist? Was soll da denn Wertvolles drin sein? Keine Ahnung, vielleicht hat die Gefangene ja was versteckt. Stimmt. Aber lass bloß die Finger davon, das gehört alles mir. Ich bin schließlich für die Zelle hier verantwortlich. Ah, er geht, er ist abgelenkt. Bitte lass mich was machen. Hier ist Gold. Nein, ich darf das machen. Vielleicht finde ich noch mehr. Ja, hier muss noch mehr sein. Dann mal viel Spaß beim Durchwühlen des gammligen Strohs. Schnell, drück, Max, drück! Ich werde mal den Alarm auslösen. Mit etwas Glück kommen dann die Wachen aus dem Hauptgebäude und ich schaffe es mit Nina bis in den Turm, ohne erwischt zu werden. Hörst du das? Ja, mein Vater sagte immer, wenn man Mist baut, muss man auch dazu stehen. Also sieh's positiv. Du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dich dein Problem zu stellen. Was ist hier los? Also, das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Was machst du in der Zelle? Und wo ist die Gefangene? Das ist etwas komplizierter. Ich... Was sind das für Goldmünzen, die du da in deiner Hand hast? Die beiden dürften erstmal beschäftigt sein. Und die Wachen aus dem Turm sind hoffentlich auch schon auf dem Weg hierher. Ich werde schnell zu Nina gehen und ihr Bescheid sagen. Wenn es eine Chance gibt, Shelton aufzuhalten, dann jetzt. Bis hierhin haben wir es geschafft. Jetzt musst du ganz nach oben. Ich? Und was machst du in der Zwischenzeit? Kaffeekränzchen? Klar, mit den Wachen. Irgendwer muss dir doch den Rücken frei halten. Du willst da wieder raus? Die werden schnell merken, dass du weg bist. Und vielleicht auch, dass ich nicht ganz so tot bin, wie sie vermuten. Dann wird hier die Hölle los sein. Und was willst du machen? Im Kreis laufen und hoffen, dass sie dich nicht kriegen? Keine Ahnung, aber mir fällt schon was ein. Max? Ja? Pass auf dich auf. Du weißt doch, was du mir versprochen hast. Wenn dich einer umbringen darf, dann ich. Ja, ich weiß. Keine Sorge, du kommst schon noch zu deinem Recht. Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um dich. Vielleicht sind hier im Turm noch Wachen, zumindest aber Pat Shelton. Und selbst wenn niemand da drin wäre, habe ich keinen blassen Schimmer, wie wir die Katastrophe noch verhindern könnten. Das lass mal meine Sorge sein. Ich habe da schon eine Idee. Echt? Was denn? Keine Zeit, das jetzt alles zu erklären. Und auch noch keine Ahnung, wie diese Idee aussehen soll. Ja, du hast recht. Wir sollten uns wirklich beeilen. Hier ist noch Kram, den ich gefunden habe. Vielleicht ist ja was Nützliches dabei. Danke. Pass auf dich auf. Ich würde dich gern wiedersehen. Ich dich auch. Sei vorsichtig. Glück gehabt. Weit und breit keine Wache. Bleibt nur noch Pat Shelton. Naja, Pat Shelton und eine Bombe, die halbe Welt ertrinken lässt. Die halbe Welt. Und meinen Vater. Aber keine Sorge. Diesem Wahnsinnigen werde ich die Suppe gehörig versalzen. Eine Nachbildung der Freiheitsstatue. Ja, jetzt sind wir so nah, aber ich traue mich jetzt noch nicht so richtig hin. Die Fenster stehen sperrangelweit offen. Oh oh. Haben Sie wirklich geglaubt, ich würde mich so leicht übertölpeln lassen? Naives Gör. Aber zurück an die Arbeit. Die Welt wartet auf die perfekte Welle. Was? Das wäre also passiert, wenn ich diese Aktion durchgeführt hätte. Wie gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Ich wollte doch aus dem Fenster springen und das Spiel beenden. Nein, oh Gott, Von hier aus zieht Shelton also die Fäden, um seine kranken Pläne in die Tat umzusetzen. Geistig mag er im Mittelalter stehen geblieben sein, aber technisch ist er voll auf der Höhe der Zeit. Er scheint irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Wenn ich mit ihm rede? Wenn ich ihm eins überbrate? Ich weiß, was dann passiert. Shelton wird mich entdecken, mir eine Kugel verpassen und seinen teuflischen Plan in aller Ruhe zu Ende bringen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Wenn ich mit ihm rede, wahrscheinlich auch, ne? Ich weiß, was dann passiert. Ja, ist ja gut. Ist zwar schade um die schöne Suppe, aber wenn ich gut ziele... Mr. Shelton, etwas heiße Suppe gefällig? Das sollte mir etwas Zeit verschaffen. Euer Ernst? Mit diesem Kontrollpult wird nahezu alles gesteuert. Wenn sich die Katastrophe noch irgendwie verhindern lässt, dann nur von hier aus. Ja. Und jetzt, was soll ich jetzt machen? Ich habe hier ein Telefon. Ein Telefon? Leider fehlen sämtliche Kabel. Das ist natürlich immer gut. Eine Chipkarte von Puritas Cordis. Eine Chipkarte? Okay, die kann ich schon mal mitnehmen. Aber bringt mir das was, weil ich will ja eigentlich was machen. Die Prophezeiungen des Zandona. Anscheinend will der kranke Pat Shelton die Ideen seines ebenso kranken Vorbilds immer in seiner Nähe haben. Kein Bedarf. Sowas würde ich nicht mal lesen, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Und als Briefbeschwerer ist es zu hässlich. Okay. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich da rein, ne? Also denke ich mir mal, dass wir die Karte auf jeden Fall drin lassen müssen. Dass wir hier den Code eingeben müssen und das dann quasi entsperren müssen. Die Frage ist nur... Erstmal, wie lange ist dieser Code? Also wie viele Dings hat der? Wie viele Zeichen? Kann man hier... Oh, Knöpfe. Achtung! Sie sind dabei, die Funkfrequenz zwischen Bombe und Kontrollstation zu ändern. Bitte geben Sie die neue Frequenz ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. 0190? Die Funkfrequenz wurde geändert. War das jetzt gut oder schlecht? ich habe doch keine Ahnung. Woher soll man denn den Code wissen? Achtung, Sie sind dabei, die Einstellungen der Alarmanlage des Haupttors zu ändern. Bitte drücken Sie die 1, um die Alarmanlage zu aktivieren. Jede andere Zahl deaktiviert die Alarmanlage. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. Die Alarmanlage wurde ausgeschaltet. Okay. Achtung! Sie sind dabei, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Geben Sie den 7-stelligen Code ein. Oder doch? Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder brechen Sie den Vorgang mit der Beenden-Taste ab. Ah, Moment, doch. Wir müssen ja eigentlich den Selbstzerstörungsmechanismus machen, weil das ist ja diese Maschine von ihm, ne? Aber was für ein Code? Woher soll ich den Code kennen? Wollt ihr mich hier veräppeln, dass ich jetzt hier... Ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Buch zu tun. Shelton wird gleich zurückkommen. Noch habe ich also die Möglichkeit, hier etwas zu manipulieren und die katastrophale Flutwelle zu verhindern. Das sollte ich ausnutzen. Ja, aber wir haben ja keinen Code, Nina. Ich kann ja mal viermal die Nummer machen. Ihre Eingabe ist ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator. Was ist denn mit den Zeichen, die hier oben drauf sind? 100%. Kann man auch nichts anklicken oder so, ne? Aber was, das mit dem Buch hier, das kommt mir irgendwie so... Kein Bedarf. Sowas würde... Die Prophezeiungen des Zandona. Anscheinend will der kranke Pat Shelton die Ideen seines ebenso kranken Vorbilds immer in seiner Nähe haben. Hm.
Sanduna. Na gut, ich würde jetzt normalerweise das Wort eingeben, aber so lang wird der Code nicht sein, dass ich das machen kann. Es muss doch irgendwo einen Hinweis geben. Eine Chipkarte. Ja, das ist toll, aber steht da drauf nichts? Steht da nichts drauf? Eine Chipkarte. Ein Telefon. Die Leitung ist tot. Kein Wunder. Schließlich fehlen alle Kabel. Jetzt auch mal ganz ehrlich, da muss doch irgendwo zumindest ein Hinweis auf den Code. Also bisher haben wir immer irgendeinen Hinweis gehabt. Was sind das hier für Zeichen? Längen- und Breitengrad, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann es nicht ganz entziffern. Wie gesagt, ich würde normalerweise hier das Wort Sanduna nehmen. Ah, warte mal. Nein, oder? Ist es so einfach? Ich weiß aber nicht, ob wir 7 Zeichen haben. Wenn man das Wort Sanduna, und das vermute ich mal ganz stark, weil das Buch hier liegt, in ein Telefon eingeben würde, dann wäre das 915 215 915 2551 915 2551. Sie sind dabei, den Selbstzerstörungsmechanismus. Geben Sie den zufälligen Code ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabe. 915 2551 habe ich gesagt, ne? Achtung, Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie den Code erneut eingeben. So kann ich die Katastrophe verhindern. Ich ziehe die Karte raus, hier fliegt alles in die Luft und die Funkverbindung zur Bombe bricht ab. Ja, hier fliegt alles in die Luft. Ich zum Beispiel. Und Max. Aber habe ich eine Wahl? Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich schnell genug laufe. Bei Lola und Gorist Fump hat das schließlich auch geklappt. Wie heißt es doch so schön? Humor ist die Höflichkeit der Verzweifelten. Ich wusste es. Die verlorene Tochter ist noch da. Sie kommen hier nicht mehr raus, meine Kleine. Die Tür im Erdgeschoss habe ich abgeschlossen. Und die Wachen sind alarmiert. Also machen Sie es uns beiden nicht so schwer. Geben Sie mir die Chipkarte. Dann bin ich durchaus bereit, die verlorene Tochter mit offenen Armen wieder zu empfangen. Sie können mich mal. Na, wer wird denn gleich so ausfallend werden? Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir die Karte. Sehen Sie, wir werden sonst alle sterben. Und das wollen Sie doch sicher nicht, oder? Nein, aber die Alternative will ich noch viel weniger. Und zumindest nehme ich sie so noch mit ins Grab. Ich muss um jeden Preis verhindern, dass Shelton an die Chipkarte kommt. Aber ich kann nicht von Etage zu Etage hüpfen, bis der Selbstzerstörungsmechanismus hier alles in Schutt und Asche legt. Der Typ hat eine Waffe. Und wenn mir nichts einfällt, wie ich ihn mir vom Leib halten kann, wird er mich früher oder später erwischen. Also Nina, denk nach. Also er kommt immer über die Treppe, ja? Öl sieht schon mal gut aus. Hier stehen so viele schwere und verschlossene Kisten rum. Keine Zeit, die alle aufzubrechen. Okay, dann komm hier rum, dann bist du näher an deinem Fluchtweg, hoffe ich. Oh ja. Weltkarte. Alter! Schacht. Von dort kommt gleich Shelton. Und wenn ich ihm in die Arme laufe, bin ich tot. Und er kriegt die Chipkarte. Ja, aber wo soll ich denn hin? Hilfe! Kann das da mit Kisten oder so? Können wir nicht benutzen, das oder? Jetzt abzuwiegen, wird mir auch nicht weiterhelfen. Ja, ist ja gut. Die hat Shelton tatsächlich verschlossen. Ich bin in diesem Turm gefangen. Aha. Guck
Können wir da irgendwo anders hin? Nee. Dann kommen wir wieder dahin. Alter, was soll man denn machen? Ich muss nach oben, oder nicht? Wenn ich hier durch den Schacht springe? Ah. Aha. Hilfe. Moment, ich muss erstmal was überlegen. Also, ich habe einen Ölkanister. Wenn ich jetzt aus dem Fenster springe, bin ich tot, oder? Ich probiere es mal. Ach scheiße, ich hätte die Treppe nehmen können. Wenn ich mich die Wachen da nicht finden, würde ich vielleicht sogar wirklich runterspringen. Aber da ich mir nicht sicher bin, sollte ich mir was anderes einfallen lassen. Was ist denn mit dem Kanister? Nein. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Mist. Ich weiß es gar nicht mehr. Hä, ich bin doch... Ah ne, ich bin durch den Schacht gesprungen, ne? Kann man den Kanister irgendwie rauswerfen? Ich möchte den Kanister nicht einfach so wegwerfen. Vielleicht brauche ich ihn ja noch. Ja, aber was sollst du sonst machen, Nina? Kontrollpult? Treppe? Keine Ahnung. Ich bekomme den verrosteten Verschluss nicht auf. Und den Kanister Shelton einfach entgegenschleudern ist zu riskant. Werfe ich zu spät, erschießt er mich. Werfe ich zu früh, dann bringt es nichts. Ich brauche Alternativen, und zwar schnell. Jo. Oh, diese ewige Hitzerei, die geht einen auf den Sack. Chipkarte rauswerfen vielleicht? Da unten wimmelt es nur so von Wachen. Die würden Shelton die Karte sofort bringen und... Naja, den Rest kennen wir. Spaten aus dem Fenster werfen geht auch nicht. Oh, da ist er schon wieder. Ist das nervig. Ich muss auf jeden Fall wieder nach oben. Alter, ernsthaft? Geht auch nicht. Achso, hatte ich ja schon. Ah, nein. Hä? Den Löchern im Kanister nachzuurteilen, zielen die Wachen wirklich ziemlich gut. Okay. Müssen wir ihn... Da ist ein großes Einschussloch in dem Ölkanister. Geht das jetzt? Weil eben konnte man das ja mit der Treppe benutzen. Gute Idee. Wenn ich das Öl aus den Einschusslöchern laufen lasse, dürfte die glitschige Treppe Shelton einige Probleme bereiten. Das hält ihn mir zwar nicht vom Leib, aber ich gewinne zumindest etwas Zeit. Ja, und jetzt? Können wir ihm eins überbraten irgendwie? Ach! Nee, die Chipkarte darf ich nicht. Kann ich irgendwas mit der Statue machen? Ihr das Ding runterreißen, hatte ich jetzt gedacht. Jetzt läuft die wieder weg. Ach. Kann ich da was nehmen? Oder das vielleicht nehmen hier, dass wir ihm das überbraten können. Nina? Verstecken ist nicht. Ja. So, oder jetzt schnell noch das Seil kappen. Dann kommt Shelton hier nicht mehr hoch. Das wäre geschafft. Die Welt ist gerettet. Und ich bin gleich tot. Ich finde eigentlich nicht, dass ich mich als Heldin besonders gut eigne. Viel lieber wäre ich jetzt... Egal wo. Hauptsache ganz weit weg. Hoffentlich schafft es wenigstens Max. Aber wie sollte er... Die Explosion wird hier alles in Schutt und Asche legen. Das überlebt keiner. Noch 60 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Es tut mir leid, Max. Ich wollte dir noch so viel sagen. Nina? Nina, wo bist du? Nina! Dein Ernst? Nina, spring! Niemand kann seinem Schicksal entrinnen!
So macht das Leben Spaß. Blauer Himmel, Sonne, Meer, Cocktails. Und vergiss mich nicht, den Traum deiner schlaflosen Nächte. Stimmt. Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem kleinen Dankeschön? Und wofür? Na, wer hat dir und dem Rest der Welt denn mal wieder den Hintern gerettet? Hey, Moment mal. Ohne mich würdest du immer noch in Sheltons modriger Zelle sitzen und vor dich hinjammern. Ja, ja. Und wer hat dich aus dem Turm gerettet, als die Bombe tickte? Na? Mag sein, dass du auch einen kleinen Anteil daran hattest, dass wir heil aus der Sache rausgekommen sind. Wenn auch nur einen klitzekleinen. Undank ist der Weltenlohn. Mach dir nichts draus. Du bist trotzdem mein Held. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste ewig auf diesen Satz warten. Ach, Max, viel wichtiger ist doch, dass wir beide jetzt hier sind. Weit weg von allen Problemen. Ja, wurde auch Zeit. Endlich mal kein Stress, keine Staus, keine Katastrophen. Und keine anderen Frauen. Sam? Keine Angst, sie hatte gegen dich nie eine Chance. Hab sie längst vergessen. Das will ich dir auch geraten haben. Jetzt lass uns einfach mal die Ruhe genießen. Soll ich uns noch einen Cocktail holen? Ja, gern. Ein Sex on the Beach wäre toll. Das sollte sich einrichten lassen. Nachdem die Anzahl der Naturkatastrophen plötzlich drastisch zurückging und somit auch keine akute Bedrohung mehr bestand, konnte man sich im Rahmen der UN-Vollversammlung natürlich nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Es wurde nur eine natürlich völlig unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Alles geht weiter wie bisher. Als Wladimir Kalenko nach seiner Rückkehr von der UN-Vollversammlung in New York von den Abenteuern seiner Tochter hörte, wurde er sehr wütend. Er untersagte Nina, ihn zukünftig auch nur noch ein einziges Mal als Grund für ihre Abenteuer zu missbrauchen. Nina verweigerte dazu jeden Kommentar. Wetsch alias Rot 2 und Bix alias Rot 3 sollen maßgeblich an der Zerstörung eines Todessterns beteiligt gewesen sein und tauchen Gerüchten zufolge immer wieder in einer sehr berühmten japanischen Rollenspielserie auf. Fleming Olsen musste erschrocken feststellen, dass das Ende aller Tage wohl doch noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Da sein durch exzessives Reisen beträchtlich geschrumpftes Vermögen bis dahin wohl kaum reichen dürfte, widmet er sich jetzt wieder der Touristikbranche. Seine Erlebniskreuzfahrten auf Nachbauten von Titanic, Poseidon und Andrea Doria gelten in den Kreisen der oberen 10.000 als der allerletzte Schrei. Der Paparazzo Feng Li schwimmt im Geld, seitdem er ein Abkommen mit einigen Prominenten hat und seine skandalösen Fotos nicht mehr veröffentlicht. Der naseweise Oscar wurde von Portier Sidney adoptiert. Gemeinsam tingeln sie seither als Rumba-Duo auf diversen Kreuzfahrtschiffen über die 7 Weltmeere. Bei den Behörden, von denen Sam Peters Hilfe anfordern wollte, traf sie nie ein. Da ihr Kompass unterwegs zerbrach und sie keine Signalraketen mehr bei sich hatte, irrte sie hilf- und orientierungslos durch den indonesischen Dschungel. Wochen später begegnete sie einem Äffchen mit roten Pfoten, das sie zu einer Bucht führte, wo sie von einem Fischerboot aufgelesen wurde. Alle Versuche, Max zu einem gemeinsamen Abenteuer unter dem Titel Sam und Max, zwei Verliebte in geheimer Mission, zu überreden, blieben aufgrund Ninas massivem Widerspruch bislang erfolglos. Der Frosch in der Maske aus dem indonesischen Tempel wusste schon in jungen Jahren seine Artgenossen durch sein charismatisches Auftreten und seine überzeugenden Predigten zu faszinieren. So gelang es ihm auch schnell, die Tempelwache von seinen Motiven zu überzeugen. Gemeinsam pilgern sie seitdem durch die Bahnhöfe dieser Welt und verkünden allen, die es nicht wissen wollen, ihre einzigartige Weisheit: Nur Fliegen sind schöner. Der Imbissbudenbesitzer macht seit kurzem exzellente Geschäfte mit seiner neuen Internetfirma, die Glückskekse mit Sprüchen nach Kundenwünschen verkauft. Ob als Motivationshilfe für Entwickler, Schlaf ist der Feind des Erfolges, als Gimmick für die Presse, bewerte dieses Spiel hoch, sonst wirst du tief fallen, oder auch als Packungsbeilage für den Endkunden. Zufrieden ist stets der, der keine Ansprüche stellt. Die Verwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Durch den Alkoholentzug erinnerte sich der Clochard plötzlich wieder an seine Vergangenheit als Kommissar Kansky. Bei dem Versuch, sich ein 10-Cent-Stück aus dem Wunschbrunnen zu angeln, rutschte er aus, schlug sich den Kopf an, verlor erneut das Gedächtnis und wurde zu einem gefeierten, exzentrischen Schauspieler. Als der Landvermesser den in Alufolie gewickelten Becher über seinen Hehler an einen berühmten Kunstsammler verticken wollte, flog er auf und schmort seitdem im Gefängnis, wo er sich mit dem Mundharmonika spielenden Gefangenen eine Zelle teilt. Das schwere Gerät aus seinem Jeep hat man ihm zu seinem größten Bedauern vorher abgenommen.
Weil die Polizistin das ewige Gejaule des Mundharmonikaspielers und die endlosen Unschuldsbeteuerungen des Landvermessers nicht mehr ertragen konnte, hängte sie ihren Job an den Nagel und führt seitdem Dopingproben bei großen Radsportveranstaltungen durch. Herr Rossi sucht immer noch sein Glück. Und die Autovermietung sucht immer noch Herrn Rossi, seitdem sie den nur mäßig ausgebesserten Kratzer in dem teuren Sportwagen entdeckt hat. Durch die Erfolge seiner Affendressur ermutigt, versuchte der Zoowärter, dem Nilkrokodil das Apportieren beizubringen. Jetzt arbeitet er als Kapitän Hook in einem bekannten Freizeitpark vor den Toren von Paris. Die Gefängniswache Spivak entkam wie durch ein Wunder der gewaltigen Explosion. Er entschied sich für eine kleine Auszeit vom Dasein des Heldenbewachers und verfeinerte seine Käsesuppenkreation bis zur Perfektion. Nach einigen Auftritten in Kochshows entschied er sich aber dann doch dafür, wieder in seinen alten Beruf zurückzukehren. Die ersten Bewerbungsgespräche stehen demnächst an. Also wenn wir jetzt in Teil 3 wieder auf die gleiche Wache treffen, dann lache ich mich kaputt, ganz ehrlich. In Gedenken an David Correll, Matthew Wakefield, William Patterson, Bischof Chester Perry, Pat Shelton, Katharina Jordan, dem Schiffsarzt, den Barkeeper, den Captain und die Turmwache, die im Dienste von Spannung und Dramatik ihr virtuelles Leben lassen mussten. Bei der Entwicklung von Geheimakte 2 kamen übrigens fast keine Tiere zu Schaden. Die Entwickler selbst hingegen wurden sabbernd und stammelnd in geschlossene Anstalten verfrachtet, befinden sich inzwischen aber wieder auf dem Weg der Besserung. Dann sage ich mal von hier aus noch, gute Besserung. Ich hoffe, es hat geholfen. Wir werden es dann im dritten Teil nachschauen, ob es wirklich geholfen hat und die Leute sich dann auch wieder bessern konnten, also die Entwickler. Zertifikat! Hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass Sie Geheimakte 2 Puritas Cordis erfolgreich durchgespielt haben und die Welt vor dem Untergang gerettet haben. Sie dürfen sich von nun an mit dem Titel Superheld schmücken. Ja, das Ganze hat 628 Spieleminuten gedauert, wobei ich einfach jetzt mal behaupten möchte, dass es nicht so lange gewesen ist, weil ich das Spiel ja auch teilweise hier stehen hatte, glaube ich, wenn ich denn mal unterwegs war und das noch an war. Ich bin mir nicht sicher. Linke Maustaste gedrückt, also benutzt habe ich 1363 Mal. Wer möchte solche Statistiken eigentlich lesen? Die rechte Maustaste zum Betrachten habe ich 556 Mal gedrückt. Spielhilfe benutzt 65? Ich habe kein einziges Mal auf die Spielhilfe geklickt. Hallo? Was ist denn das bitte für eine Statistik? Gelaufene Meter 3985, Anzahl der Speichervorgänge 23. Ja, das könnte hinhauen. Aber wann bitte soll man die Spielhilfe nutzen, wenn man die gar nicht angeklickt hat? Ich habe einmal, am Anfang habe ich das anzeigen lassen in dem Buch, aber ich habe nicht ein einziges Mal auf die Spielhilfe geklickt. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht wirklich ein- oder zweimal im ersten Teil die Spielhilfe benutzt habe. Die Auswertung der Statistik hat ergeben, dass sie so gut waren, dass sie sich damit automatisch für weitere anstehende Weltenretteraufgaben qualifiziert haben. Oh, da bin ich jetzt aber wirklich sehr, sehr froh drüber, weil ich wollte nämlich den nächsten Teil auch noch spielen. Beziehungsweise die nächsten zwei, sind ja noch zwei Teile. Das Geheimakte-Team verneigt sich vor dieser Leistung in tiefster Ehrerbietung und allergrößten Respekt. Ein Bild dieser Urkunde wurde im Installationsverzeichnis gespeichert. Das ist doch sehr, sehr geil. Ich mache ja trotzdem noch mal eben einen Screenshot von, damit es wirklich nicht irgendwie verloren geht. Ja, und das war's dann auch mit Secret Files 2. Ich habe das Spiel mal wieder sehr, sehr genossen. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht allzu viel mehr im Nachspann sagen, weil wir wirklich sehr über der Zeit drüber waren. Ich war ein bisschen verzweifelt am Ende, muss ich dazu sagen. Ich hatte keine Ahnung, was man mit dem Benzinkanister machen sollte. Ich hatte dann gedacht, dass wir den vielleicht rauswerfen können, der sich dann entzündet und irgendwas in die Luft geht. Oder also irgendwas mit rauswerfen und dass da was explodiert, hatte ich jetzt gedacht. Dem war dann nicht so. Wir haben den dann einfach durchlöchern lassen. Naja, gut. Ich meine, man kommt dann auch schon mal auf die Antworten, die man sucht, indem man die richtigen Fragen stellt, aber dann halt ein anderes Ziel verfolgt. Also automatisch. Mein Ziel war ja eigentlich ein ganz anderes. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Aber egal. Ich meine, es ist immer wieder witzig zu sehen, wie die Entwickler sich sowas gedacht haben.
Und was dann am Ende dabei rauskommt. Mit dem Code, da kam ich ganz schön schwitzen. Ich wollte eigentlich schon wieder rausgehen und nachgucken, ob nicht vielleicht irgendwo dann doch noch ein Hinweis war. Ich hatte es aber die ganze Zeit im Gefühl, dass man dieses Wort eingeben musste. Stand dann aber total auf dem Schlauch, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, du kannst ja kein Wort eingeben, wenn du nur Zahlen eingeben kannst. Und dann war ich tatsächlich am Rumgucken. Ich hatte ja auch oben auf dem Bildschirm immer wieder geguckt, habe versucht, was zu entziffern und alles. Ja, und habe dann gedacht, du bist aber auch dämlich, weil ich das selber schon mal genutzt habe damals, dass ich anstatt irgendeine Tastenkombination nämlich ein Wort eingegeben habe. Ich glaube, es war im Handy oder im Tablet oder so. Und damit ich mir dieses Wort, das konnte ich mir halt gut merken. Und das habe ich dann über diese Tastenkombination eingegeben. Und genau so war es ja dann im Endeffekt auch hier bei dem Code. Ich hatte dann ja recht, dass es dieses Wort mit Z, ich weiß es nicht mehr, also diese Prophezeiung, sie hatte ja selber gesagt, dass der, ja, wie soll ich das sagen, da sehr extremistisch veranlagt war, also dass da das Buch auch immer dabei hat und hier und da. Und das hatte ich dann auch die ganze Zeit im Hintergedanken und dachte, das muss ja irgendwie mit diesem Wort zu tun haben. Dann war ich am Überlegen, okay, Z, welche Buchstabe vom Alphabet ist Z? Und dann habe ich gedacht, nee, so lang kann aber auch kein Code sein. Ja, also im Endeffekt bin ich dann ja zum Glück doch noch auf die Lösung gekommen, auch wenn es dann in meinem Kopf wirklich alles durcheinander gegangen ist in dem Moment. Und danach war es dann noch schlimmer, als der Typ mich die ganze Zeit verfolgt hat und ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen sollte. Aber zum Glück ist es dann doch noch alles gut geworden. Ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ich kann nur wirklich sagen, dass ich das wieder sehr, sehr genossen habe, ein weiteres Spiel von Secret Files zu spielen. Und ja, ich denke, in diesem Fall wird es dann nicht so lange dauern, bis wir den dritten Teil spielen. Vielleicht werde ich ihn auch direkt schon hinterher schieben, muss ich mal schauen. Es kann auch sein, dass ich noch das Horror-Let's Play noch dazwischen schiebe. Es kann auch sein, dass ich beides irgendwie so ein bisschen parallel machen werde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil irgendwie bin ich jetzt voll wieder im Secret Files-Fieber. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass es nicht lange dauern wird, bis wir den dritten Teil spielen. Und dass wir auf jeden Fall dann auch noch den vierten Teil spielen. Weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, es gab insgesamt 4 Teile. Ich habe sie auf jeden Fall damals alle gekauft. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass nicht wieder eine Meldung kommt, dass die beiden sich trennen werden oder so. Sondern, dass sie dann wieder zusammenarbeiten werden. Das wäre auf jeden Fall cool. Die sind auf jeden Fall ein sehr gutes Team. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Story fandet, wie ihr ja, das gesamte Let's Play fandet, ob ihr es schwierig fandet oder ob ihr da vielleicht andere Dinge an bestimmten Situationen gemacht hättet oder ausprobiert hättet. Ich war ja hin und wieder mal so ein bisschen am Verzweifeln oder habe mir dann eigentlich was ganz anderes gedacht und dann ist rausgekommen, dass es dann richtig war, was ich gemacht habe, was ich geklickt habe, aber dass es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, da würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das Ganze gesehen habt, beziehungsweise wie ihr halt eben die Story fand. Und ich persönlich, mich hat es wirklich vom ersten Moment an wieder richtig fasziniert. Ich weiß nicht warum, dieses Spiel zieht mich total an. Deswegen sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass die letzte Folge jetzt so lange geworden ist, aber ich werde es einfach alles zusammen in eine Folge reinmachen, weil es halt das große Finale ist. Und wir sehen uns dann in Teil 3 wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.